Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit einer neuen Folge. Let's Play. Let's Play Just Cause. Ja, Leute, machen weiter. Wir werden uns jetzt, ich würde mal sagen, ganz ehrlich, vermehrt auf die Hauptmission konzentrieren oder nur noch auf die Hauptmission, weil ich habe sehr viele Parts mit euch gemacht, die waren auch alle sehr schön. Aber jetzt so langsam, Leute, wir haben's gezockt. Wir haben sehr viel an dem Spiel gezockt, wir haben auch einige an den Game zu zocken, die Hauptmission noch, aber danach ist auch Schluss. Ich habe das LP schon sehr, sehr weit getrieben. Also schon sehr lang gemacht, was man nur die Frage auch sein könnte, ob das sich bei der, ob sich für die Länge, ob es hätte sein müssen oder ob es nicht irgendwie auch 20 Folgen getan hätten. Auf jeden Fall. Ne, mein Mann, hier kann ich gar nicht hin, ne? Ne, hier kommt gleich die Brücke. Scheiße. Deswegen, Leute, es endet hier, das LP endet hier nicht natürlich, aber die Hauptmission noch und danach immer recht dann. Also ich werde dann mit Just Cause 4 bald anfangen. Die nächsten Tage. Weiß ich noch nicht wann, also geplant hatte ich, glaube ich, den Freitag. Weiß ich aber nicht mehr. Ich habe Wochenende, ich habe jede Woche noch mal geplant. Vielleicht war auch schaffen. Ich habe gestern auch eigentlich aufgenommen, Just Cause, ne? Und heute war ich Just Cause Renderzeit, aber meine Nase war so dicht, ich habe so oft schnauben müssen, das hat gar keinen Sinn ergeben, so zu zocken. Also, zu zocken schon, deswegen habe ich einen kleinen Stream gemacht von Star Wars Battlefront 2. Ein Multiplayer-Stream, der dann auch erstmal abschmierte, oder nicht als Stream, sondern das Spiel schmierte mir erstmal ab, weil ich hatte diese Serverprobleme. Boah, das lol, jetzt kommt, Leute. Macht mich nicht schwach. Hat das Game zum Glück aber auch nicht. Es war nur Pech. Und deswegen. Ja. Und ich glaube auch, dass Just Cause 4 einen mehr interessieren wird. Als den Teilen. Also ich versuche das mal vorsichtig. Freitag wird echt knapp, Freitag, Samstag rauszuhauen, das LP, das Cross, hier, also anzufangen, die 7 Folgen, die ich aufgenommen habe, weil es echt ein cooles Game ist und ich mich da lieber mehr Zeit versinken würde, als wenn ich den 2. Cross spiele, ist dann doch ein bisschen anstrengend auf der Dauer. Kann natürlich gut sein, dass jetzt, weil es glaube ich 18 Uhr ist, es wird um 18 Uhr kommen, weil es um 18 Uhr kommen wird, wird es so sein, glaube ich, erstmal, dass 17 Uhr und 18 Uhr zweimal Just Cause kommt, das wird dann da so lange bleiben, bis der Just Cause fertig ist. Aber ich werde das LP natürlich nicht abbrechen, deswegen, weil jeder, der das irgendwann mal gucken, scheiße, jeder, der das irgendwann mal gucken will, der wird halt, glaube ich, dann sehr enttäuscht von dem LP, dann wenn es auch immer in der Mitte irgendwo aufhört. Ich glaube, das wäre auch nicht geil, weil ganz ehrlich, ich habe sehr viel Zeit hier rein investiert und darum breche ich auch selten oder ungern LPs ab, weil man investiert zu viel Zeit, finde ich, mittlerweile in Video, in Let's Plays, dass es sich lohnt, sie abzubrechen. Also ich finde auch so selber so, wo Leute abbrechen LPs, ich finde, das lohnt sich kaum. Weil, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie mal bei Fall folge, ich will jetzt nicht auf die Idee kommen, Skyrim abzubrechen. Warum? Ich bin erstens so weit in dem Game. Und zweitens habe ich so viel Folgen schon aufgenommen. Und ich wollte es auch nicht mehr. Ich bin ja schon bei 136 oder so. Ich glaube, so langsam. Ja, da war doch ein bisschen. Das Ende ist jetzt nicht in Sicht, noch lange nicht. Aber man hat schon da immer so ein bisschen überschaubarer. Ist es halt jetzt auch schon. Also, vielleicht noch so 40 Stunden oder so. Also, ein bisschen. Aber warum sollte ich das jetzt dann abbrechen? Weil das wäre voll dumm. Weil LPs fressen unfassbar viel Zeit und müssen die LPs abbrechen. In seltensten Fällen intelligent. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich in seltensten Fällen würde ich eine Maßnahme, die ich gut finde, weil meistens ist es scheiße. Gott, machen wir die nächste Mission. Viel Spaß. Nebenbei trinke ich noch Kaffee. Der Held kehrt zurück. Hast Esperanza noch ins Bettchen gebracht, was? Du billiger Vorstadt-Casanova. Na, hin und wieder braucht jeder mal eine Pause.
Hör zu. Dieser Fluss ist der Cocodrillo Perezoso. Das Montano-Kartell verschifft auf dem Fluss Kokain. Laut Geheimdienst steht heute Morgen eine Lieferung an. Du musst zum Fluss, Rico. Sieh dich dort um. Und finde raus, was da läuft. Und dann verschwinde man. Da ist dein Transport. Okay. Ja, also Just Cause war doch immer schon eine geile Serie. Ich habe ja schon Just Cause 1 schon damals so released, halt, glaube ich, gibt es auch noch PS2 damals aber auch noch. Und das fand ich halt damals Just Cause halt immer geil. Also für mich ist Just Cause eine Serie. Hat für mich auch so ein bisschen Status so. Weiß ich nicht. So richtig geilen Status. So Oldschool-Status, das ist so Games wie. Was für manche sogar so Half-Life 2 sind so. Ist für mich halt auch ein bisschen das Cause in Mafia. Mafia 1 aus dem Oldschool-Game. Das sind so meine, also wieder haben wir so GTA. Ich habe hier so Just Cause, Mafia, Miele, ganz. Ich habe damals alles so Dinger, die kaum da jemand gezockt hat. Oder? Ich weiß gar nicht. Ach, vielleicht schon. Die brauchen wir auch. Doof, dass ich jetzt die Mission schon kenne. Die nächste leider auch schon, oh Gott. Das ist doof. Die nächste kenne ich auch schon, auch wenn ich sie nicht beendet habe. Und dann danach nicht mehr. Aber ich ganz ehrlich, wir haben viel befreit, wir haben sehr viele Folgen investiert und wenn wir jetzt die Hauptmission machen, so viel wird jetzt auch nicht mehr kommen. Da will ich mich dann. Wir laden Stickstoff auf. Für Raketen. Als Treibstoff. Das Zeug gehört dieser Terroristenbande. Die schwarze Hand. Die schwarze Hand? Was zur Hölle treibt die denn hier? Scheiße! So was kriegt man nicht im Supermarkt. Schlagen wir jemand vor, ein paar Raketen zu basteln. Vernichte das Zeug. Ja. Den brauchen wir nämlich auch ganz dringend, weil die Mission ist wieder schwer. Ja, ich weiß. Entschuldigung, mal kurz durchlassen. Der Zug darf den Tunnel nicht erreichen. Ja. Tut auch nicht. So. Im ersten Mal war das sehr viel lustig. Was? Was ist denn? Alter. Schade, beim ersten Mal war es nicht lustiger, aber die Qualität, also ich habe ja gestern aufgenommen, heute geht's, also heute. Das heißt, mir ging es ja nicht schlecht. Also gut ging es mir jetzt die ganze Zeit, das ist jetzt nicht unbedingt, wenn es mir schlecht ging. Um Gottes Willen, das ging es mir nicht. Also schlecht gehen würde ich halt nicht sagen, weil schlecht gehen. Ja, wenn es mir schlecht geht, sah ich das schon, aber. Mir ging es halt nicht schlecht. Die Nase war halt wirklich noch voll, wenn du so bist. Hört sich blöd an, aber war so. Und deswegen, da war, ich war die ganze Zeit also, okay, kann ich immer noch, aber immer so am Niesen, am Schnauben, am hier, am da und so, und dachte so, scheiße, wieder verkackt der Zeitplan, ich kann ihn anhalten, aber so kann ich jetzt auch. Deswegen weiß ich natürlich jetzt leider auch, wie es wie die nächste geht, sorry dafür, aber dann kommen wohl ein paar spannendere. Und schwarze Hand, das sagen wir vielleicht auch manchen Leuten was. Ist auch schon eine gute Überleitung Just Cause 4, deswegen denke ich auch, dass Just Cause 4 eine gute Sache sein wird. Leute, fand ich mal Just Cause 1 ganz wichtig. Weißt du, ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Spiel 9. Ja, toll. Na gut, müssen wir jetzt mal nicht passiert. Ja, man kann leider. Le- drei Treibstofftanks weniger. Und jetzt schwingt deinen Arsch hierher. Wunderschön, auf wie lang die Missionen sind, nämlich so gar richtig kurz. Ja, ich finde das Kurs halt schon geil, auch das Kurs 1. Aber ganz ehrlich, jetzt wo Just Cause 4 halt draußen ist, ist so ein bisschen so Just Cause 1 noch weiter zu zocken.
Klar, macht noch Bock, so ist nicht, macht mir schon Spaß. Aber ich bin froh jetzt, wenn wir das Server beenden. Ich glaube, es kommt euch auch gegen. Dann lass uns lieber ordentlich Zeit in das Quest 4 verbringen, weil da kann man viel mehr machen. Oh Gott. Wenn ich Zeit in Just Cause 4 verbringe. Ach, du Elend. Ach ja, wenn mein LP genau dann wie Skyrim, ist ja schon kommen. Na gut, so lange nicht. Das sind ja auch nur ganz viele Sammelquests, nur von so. Aber 70, 80 Folgen werden. Ja, ja, als ob. Ah, was ist das heute? Nein, das ist nicht von mir doch. Hallo, danke. Oh, ja, danke, stehen wir noch im Weg. Boah. Jo, danke. Oh, du übrigens, danke, bis im Weg stehen. Du machst das so gut. Oh Gott, ernsthaft jetzt, Leute. Ernsthaft jetzt? Ah, jetzt machen wir das besser. Ich hätte ihn. Oh Gott. Ja, genau, noch langsamer bitte. Yay, Zubi, geil, wow. Ja, hallo. Ich hab das Game Buggy gemacht. Oh ne. Hallo. Was ist denn das jetzt? Scheiße, jetzt kriegt die Mission nicht fertig. Das ist das wohl einfach. Das ist ja nicht schwer, aber jetzt könnte es gar nicht hin. Oh, das ist so ein Thema, so der erste. Also beim ersten Mal habe ich nur verkackt. Dieses mit dem Treibstoff. Weil der Raketenmann mich da umgebracht hat, glaube ich, ja. Hab ich auch nicht hinbekommen, ja komm. Waren trotzdem eine zweite, würde ich sagen. Darum, ich werde deswegen die erstmal machen natürlich. Dann machen wir jetzt eine Hauptquest und dann haben wir das auch so. Ich finde aber, ich glaube das Quest 1 halt dann noch wichtig, so weil hier natürlich auch die. Ja, also da sind wir hinter das manchmal was Hand, ich habe zur Hand, schwarze Hand spielt auch und das Quest 4 eine Rolle. So, welche, also. Wieso genau und warum, wieso weshalb, ist halt, das könnt ihr mit Federn sehen. Oder ihr habt euch schon informiert, das weiß ich nicht, aber so gedacht doch. Die gibt es auch schon das Quest 3 und nun das Quest 2 gibt es nicht. Nee, nee, oh Alter, schon wieder den gleichen Fehler. Oh Leute, Leute, hallo. Und dann komm. Ja. Oh nein. Yeah, das war geil. Und jetzt lauf. Und jetzt lauf. Ach, das ging ja schnell. Ja, es ist noch ein bisschen. Wenn man ein bisschen noch ausschnaube, aber sonst ist es tatsächlich weit weg. Okay. Ja, das sind ja kein Schwein mehr, der Schwarze dann für uns. Pass auf die Angelschnüre auf! Wo warst du? Auf uns wartet ein Thunfisch und jede Menge Süßkartoffeln. Wir gönnen uns heute Nacht ein kleines Barbecue. Wie wär's? Hey, lasst euch nicht stören. Sicher nicht. Hey, Kane, wie wär's mit ein bisschen... Ananas-Eis. Mmh. Warum nicht? Regimewechsel machen immer großen Appetit. Findest du nicht auch, Rico? Ja, Rico. Ich glaube, ich fand auch einfach ganz wichtig, irgendwie seinen ersten Einsatz so zu zeigen, weil, ja gut, hier blutige Fluten durch die Mission. Und die Mission da zum Glück auch wahnsinnig lang. Deswegen passt das schon.
Ja, dann wird diese Mission jetzt ein bisschen anspruchsvoll. Dann machen wir die Mission ja auch noch. Weil ja, das ist jetzt ein bisschen doof, sonst finde ich so, so kann man vielleicht auch ein bisschen strecken. Aber ist die Mission nicht so schwer, weil ich mich irgendwo angestellt. Solange jetzt das Fliegen kommt, ist gut. Na wohl, hier kann ich auch fliegen. Ne, und ich will mich ganz, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Entscheidung. Ich habe viel zu viele Folgen davon aufgenommen. Für mich vielleicht nicht, aber man merkt es ja noch gar nicht. Das ist echt so ein Game, was geil ist und du halt Spaß dran hast. Merkst du selber auch nicht mal, ob es jetzt 20 oder 70 Folgen. Natürlich siehst du es immer in der Parts, dann so, oh, geil, das ist auch nicht schlimm. Nur halt zum Gucken, das ist halt auch mal eine Sache. Das ist genauso, wenn man nicht weiterkommt. So. Kenn ich auch, wenn ich nicht weiterkomme, würde ich dann auch kommen. Ja, bin kurz nicht weitergekommen, will, kann man so eine Viertelstunde. Weil dann zocken vergeht die Zeit einfach tausendmal schneller. Dann bin ich jetzt schon wieder bei 16 Minuten höchst redet und Cut 17 aber dann. Die mache ich jetzt noch fertig, gut ist. Urlaub ist jetzt auch nicht, glaube ich. Naja, ich glaube war noch nicht so lang. Und ich fand auf jeden Fall cool, dass man man kann jetzt schlagen. Lol. Kann Auftraggeber schlagen. Okay. Danke, dass Sie gekommen sind, mein Freund. Mein Mann trifft sich heute mit einigen sehr wohlhabenden Leuten. Wir sind offenbar eine lohnende Investition. Kommen Sie, ich zeige Ihnen den kleinen Job, den wir für Sie haben. Mit Vergnügen. Wir müssen diesen Leuten zeigen, wie ernst es den Riojas wirklich ist. Das hier ist das größte Coca-Feld der Montanus. Wenn es verschwände, wäre das wirklich sehr, sehr schlecht für sie. All das schöne Coca, das verlorene Geld und dann die Paranoia. Hm? Sie werden sich fragen, wer so mächtig ist, ihnen das anzutun. Und das bin dann wohl ich. Ja. Ja, das Geile ist bei Rico Rodriguez ja auch, der in jedem Teil ein bisschen anders aussieht. Ist echt so, der sieht in keinem Teil gleich aus, dann habe ich in gar keinem Spiel. Er hat in jedem Spiel, glaube ich, eine andere Synchronstimme. Denn der Synchronstimme, Synchron, glaube ich, jetzt weiß, der hat in jedem Game andere. Bekannt, die bekannteste Stimme ist ja die aus Just Cause 2. Ich würde auch mal sagen, dass das so der Durchbruch der Serie ist, weil das ja auch immer so der Titel ist, wo man also auch bei Just Cause 4 mittlerweile, wo man den Grafik auch vergleicht. Also Just Cause 2 ist halt schon immens wichtig für die Just Cause Reihe. Und ich glaube, noch Jahre wird das ein Titel sein, der einfach Leuten ein richtiges Just Cause zeigt. So. Nach dem Motto so, hey, du musst in das Kurs aussehen, und wenn das so nicht aussieht, ist es mir halt nicht gut. Ich weiß nicht, wo das Ding war. Genau. Wenn was wir jetzt machen, ist es eigentlich über easy die Mission. Oder? Das ist nichts weiter als das. Hallo. Ah, das Problem ist halt nur, man muss halt, glaube ich. Ah, muss stehen bleiben, das ist halt, der ist halt einzig, was doof ist. Da müssen wir natürlich mal aussteigen, ein bisschen, aufpassen. Aber er ist eigentlich im Weg, jetzt auch nicht. Ja, ist ein kleiner Nachteil, aber dafür geht's halt relativ schnell. Ja, er wirft natürlich auch, ja, natürlich, den auf mich schießt.
Ja, auch geil, ja, warte. Oh Gott. Mit dieser tollen Steuerung, auch geil. Fuck. Vielleicht ein bisschen langsam aussteigen. Bisschen mehr. Ein bisschen mehr machen die. Oh wow, genau. Die wollte ich haben. Ah. Genau, no, ein bisschen hier. Den sterben wollte ich aber noch nicht. Man kann es auch mit Granaten machen, aber ist ja kacke. Wir machen es kurz ganz schnell so. Das habe ich auch dann erst letztens tatsächlich gemerkt, indem ich alle Granaten weggeworfen habe. Das war auch ganz witzig. Leider auch hier nicht drin. Ah, das ist schade. Tut mir leid, das hat was. Aber das ist ja eigentlich nicht typisch für mich. Das wisst ihr auch. Normalerweise gilt sowas auch nicht. Weil es halt wie eine Ausnahmeregel, weil es eine Qualität wirklich scheiße wäre. Es geht natürlich nicht darum, dass es mir jetzt irgendwie peinlich ist, dass ich nicht verlieren kann oder dass es mir irgendwie jetzt unangenehm ist, wenn ich jetzt sage, oh, bei denen bin ich vielleicht verloren. Ihr wisst, bei mir sind immer authentische LPs auch sehr wichtig, dass sie realistisch rüberkommen und deswegen habe ich auch bei Hitman alles hochgeladen, weil ich bei Hitman Code war es extrem. Da habe ich ja alles hochgeladen, jeden Fail, ich habe glaube ich jeden Fail hochgeladen, jede. Einfach alles im Part gecuttet, daher, dass ihr immer seht, das habe ich gekonnt, das habe ich nicht gekonnt. Und dass ihr wirklich seht, am Ende so, auch wenn ihr selber euch kauft, damit ihr halt ungefähr so, weiß nicht, wenn ihr, also, mit meinem Skill, das war geil. Das hat Geiles gesehen, danke sehr, danke. Ja, ist halt ein bisschen rumballern, dann schon wieder gut. Ja, Hombres, manchmal geht's einfach mit mir durch. Naja, Hombres, manchmal geht's einfach mit mir durch. Aber ich finde das auch so geil gemacht, weißt du, das ist halt, denn das ist halt auch das, was Just Cause 4 geil macht. Aber so ein bisschen nach dem Motto so, ja, ist doch voll easy. Ja, kannst ein bisschen was abbacken machen. Wegholzen, aber auch voll easy gemacht. So, ist halt voll. Ist auch nicht schwer. Lange sind mit denen nicht kaputt machen, jetzt. Oh ne, den Heli. Den mach ich mal ganz kurz wieder weg, bevor der mir mit Raketen entgegenkommt. Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Den höre ich doch da hinten. Geht das? Hab ich? Oh. Der war mein Heli. Hinter mir höre ich die schon wieder. Ah, fuck. Ich glaube, zum nächsten Pokerfeld würde ich das schaffen, oder? Ja, ja. Ich glaube, 5 sind es doch, ne? Ja, die Hälfte haben wir. Ja gut, das ist ja auch ganz schön helft. Und auf 5 eine geile Zahl. Ja, ich hätte Decks eingebaut, ne? So Hälfte. So. Oh gut. Läuft recht schon. Ich höre hier immer Feuer aussteigen, wenn sie hinter mir sind und nicht erst, wenn wir da sind. Und auch tödlich enden. Ja, ist halt ganz geil, wie ein Unkraut von dich auf dem Knie da fast. Finde ich ganz witzig. Deswegen, ey, das Game finde ich halt schon an sich geil, so. Ist natürlich sehr alt und es ist natürlich auch nicht... Es ist natürlich auch nicht jedem seinem Geschmack, das ist auch vollkommen okay. Das ist halt auch wirklich ein sehr spezielles Spiel, auch gerade jetzt. In der jetzigen, jetzt, dass wir gewohnt sind halt. Aber für mich war Just Cause 1 halt immer wichtig. Just Cause 2, 3, ja, sind halt auch, wenn du so willst, wichtige Spiele, die man auch nicht vergessen darf. Gerade 2 nicht, weil gerade 2 ist halt der Teil, wo ich persönlich halt noch gespielt habe, bevor Just Cause 2 ist. Und ihr müsst ehrlich sagen, ich finde Just Cause 4 besser. Bevor ich Just Cause 4 gespielt habe. Ich finde Just Cause 4 jetzt schon besser. Allein schon mit dem Wingsuit. Ach du Elend. Ach du, ich muss echt aufpassen. Also, oh Gott. Wenn noch ein Kokerfeld mitmacht, wäre halt geil, ne? Erstmal Auto reden. Nein. Oh Gott, ich muss jetzt euch auf. Versuch mal wirklich jetzt. Mal gucken, ob ich das Ding durchbringen kann. Also ein Kokerfeld müssen wir wohl mit Trenddorf zerstören. Egal, das cool Dienste geleistet. Ich sag mal so, das Ding ist nicht für den Krieg ausgestattet, ne? Das Ding ist eigentlich ein ganz normales. Aber dafür zu durchgehalten. Da hab ich ein bisschen aufpassen, dass jetzt nicht die Gegner entgegenkommen. Nee, weg, 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 weg
Ja, ich will dich halt durch, ich will dich halt durchbringen. Das Auto. Was? Ja. LOL! Als Abstand und hätte ich auch geil gemacht. Also ich finde das Game halt schon cool. Aber höher als 4 scheint man nicht zu gehen. Cool. 5 gibt's nicht. Aber für die Mission auf jeden Fall nicht. 5 gibt es hier wieder schon. Hier, eure Knarre, da liegt das bald auch die ganze Zeit rum, ne? Oh, bald, ich nehme auch mal die. Das ist eben halt die. Beeindruckend, diese Durchschlagskraft, nicht wahr? Nehmen wir halt so voll die schwarze Hand vor, als nächstes nehmen wir da so ein kleines Kokerfeld vor. Was eigentlich auch eine sehr easy peasy Mission ist, ne? Schneller gemacht. Fertig ist. So. Ja, das ist jetzt. Oh, geil, wir haben schon der Weib. Aber natürlich sollten wir jetzt versuchen, wenn das Ding knallen muss, dann ist natürlich auch mit dem Kokerfeld knallt. Ach so, ich muss gar nicht dauerhaft Maus drücken, ach Idiot. Ich bin einfach so ein bisschen, oh nein. Mit zurück zu wem? Vom Auto. Wir können ja versuchen, dass ich das holen darf. Komm. Da kann ich mir jetzt gehen, weil wir immer noch mehr mit Steuerung und so arbeiten. Ja, ist ja auch irgendwie voll blöde. Ja, ist halt auch irgendwie voll scheiße, dass das nicht geht. Ah, ich geht's auch nicht. Nein, 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 nein. Wow, wow. 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 Vielen Dank. Ich kann das nochmal machen, ne? Oder? Hallo? Ah ne, ich kenne die da zurück, die sind mal teurer Ding da. Alles Ding ist einfach die Schnauze, so. Das Ding, oh, da haben wir noch einen, oh, da haben wir noch einen Heli. Oh, geil. Ja, Autos sind halt, ne, wir sind ja ein Feind der Mind, auch drin. Kommt wieder ein Auto, aber wir sind drinnen und wir verpissen uns jetzt. Können alle mal Arsch lecken. So. Wir verpissen uns. Ich finde heute die Cutscenes halt auch so geil im Spiel. Also, muss ich ehrlich sagen, die finde ich halt auch so wie gemacht irgendwie. Haben wir irgendwie ein ganz cooles Stil so. So halt so Katzchen so, ja, die sagen jetzt zwar alles, aber bloß nicht zu viel, bloß nicht zu wenig. Aber die Katzchen sind halt so eine Zusammenfassung, so wie nun, ich habe irgendwie ganz cool gemacht, eine sehr coole Zusammenfassung. Man weiß, was sie meinen, aber... Ja, da reicht dann auch schon, ne? Dann echt die Gern... Ja, da laufen so weit gefolgt, die Idioten, halt. Wer wird denn alleine trinken? Grüße Sie, mein Freund. Sind Sie enttäuscht, dass meine reizende Frau nicht hier ist? Sie ist so süß. Ja, sie hat große Persönlichkeit. Ihr kleiner Ausflug zu den Coca-Feldern hat sich herumgesprochen. Die Montanos haben große Probleme. Und das ist erst der Anfang, hm? Lassen Sie uns auf unsere Partnerschaft anstoßen, ja?
Ja. Ich finde auch schon, er hat halt immer die gleichen Klamotten an. Ist mir auch wohl auch egal. Feld der Träume. Was, das ist nicht alles Einzige, was schade ist, dass die Mission halt tatsächlich, die Mission tatsächlich. Wo sind die nächste? Wenn die am Arsch der Welt ist, ne? Ich flieg. Ich fahr da nicht hin. Alter. Alles rot. Ja, aber wenn wir das jetzt auch noch machen, alles, ich glaube, das dauert ein bisschen lange. Bisschen wie bei Batman Arkham Origins damals gewesen, wo ich auch schon dachte, so soll ich alles machen? Soll ich? Na gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Pirates. Bis dann, haut rein, tschüssi!